Seine Reise wird von Protesten in Israel und in Deutschland begleitet. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist heute in Berlin von Bundeskanzler Scholz empfangen worden. Die Demonstrationen richten sich gegen die geplante Justizreform in Israel. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz äußerte sich Scholz besorgt über das Vorhaben. Zuvor hatten die beiden Politiker ein Holocaust-Mahnmal am Bahnhof Grunewald besucht. Die Gedenkstätte Gleis 17 in Berlin-Grunewald erinnert an die Vernichtungstransporte in die Konzentrationslager bis kurz vor Kriegsende. Für Bundeskanzler Scholz und Premierminister Netanyahu ein bewusst gewählter Ort. Netanyahu beschreibt, dass sich die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg verändert habe, auch Deutschland. Aber das jüdische Volk sei immer noch bedroht. We have learned. Wir haben gelernt, dass wir die Fähigkeit haben müssen, uns selbst gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Aber wir begrüßen auch die Freundschaft derer, die unsere Sorgen und Werte teilen. Nach dem Besuch am Mahnmal politische Gespräche zwischen Scholz und Netanyahu im Kanzleramt. Es geht um das iranische Atomprogramm, aber auch um die umstrittene Justizreform in Israel. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam. Und, das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut. Darin sind wir uns einig. Verschiedene Organisationen haben für den späteren Nachmittag eine große Demonstration angekündigt gegen den Besuch Netanjahus. Der weist die Kritik an seiner Politik zurück. Die Anschuldigungen, dass wir einen Bruch mit der Demokratie eingehen, stimmen nicht. Israel wird eine liberale Demokratie bleiben. Die Demokratie ist stark und lebendig. Wir werden keinen Zentimeter davon abweichen. Netanyahus Besuch in Berlin fällt kürzer aus als geplant, vor allem wegen der Proteste in Israel gegen seine Justizreform. Und über den Besuch von Netanyahu sprechen wir mit Christian Limpert in Berlin. Auch da sieht man sehr deutlich und hört man auch, gibt es Proteste gegen Netanyahus Besuch. Wie heftig sind die? Also sie sind vor allem laut und bunt. Wir stehen hier direkt vor dem Brandenburger Tor, wo seit ungefähr einer Stunde, ich schätze mal, 1.000 bis 2.000 Menschen demonstrieren. Wir haben mit den Menschen hier geredet. Viele sind Juden, Jüdinnen, Juden, die hier in Berlin leben. Es sind Touristen aus Israel oder Israelis aus Deutschland, die hier demonstrieren und hoffen, dass ihr Protest irgendwie auch zu Bundeskanzler Scholz und dem israelischen Premierminister Netanyahu durchdringt, die vor kurzem ihre Pressekonferenz nur wenige Meter von hier beendet haben. Ja, lässt sich denn sagen, wie Netanyahu auf diese Kritik reagiert? In der Pressekonferenz hat er versucht, diese Kritik zurückzuweisen. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Er hat gesagt, Israel bleibt eine Demokratie. Und er sagt das, was er von Regierungsantritt an sagt, nämlich, dass er die Hände fest am Lenkrad hat und dieses Land Israel demokratisch weiterführen wird. Und genau das ist das, was ihm die Menschen hier vorwerfen. Sie sagen, das ist opportunistisch, es stimmt nicht. Und mit Blick auf diese geplante Justizreform sagen sie ja, also der Plan liegt da konkret auf dem Tisch, nämlich, dass die Regierung in Zukunft bei der Besetzung von Richtern mitreden kann, zu viel Macht bekommt und dass eine Regierung vor allem Entscheidungen des obersten Gerichtshofs übergehen kann und gegen ein oberstes Gericht sozusagen entscheiden kann. Und das ist das, der Punkt, bei dem die Menschen hier sagen, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die Verfassung und eine große Gefahr für die Demokratie in Israel. Es gab die Erwartung und auch Forderung an Kanzler Scholz, dass auch er diese Kritik aufgreift und äußert. Wie deutlich ist er da geworden und wie gut ging das? Er ist da sehr vage geblieben. Einige Menschen hier, mit denen ich bereits darüber geredet habe, haben gesagt, dass sie sind sehr enttäuscht. Das war sehr schwach von ihm. Er hat, wie wir auch im Beitrag gesehen haben, gesagt, dass er diese Vorgänge beobachtet. Und er hat gesagt, er beobachtet sie mit Sorge. Aber das war alles. Und die klare Botschaft, der klare Wunsch vor diesem Aufeinandertreffen Netanyahus und Scholz, zum Beispiel vom Zentralrat der Juden, aber auch aus der israelischen Wirtschaft oder auch von den Menschen hier, war ja, dass es eben ein klares Signal gibt, dass rechtsstaatliche Prinzipien in Israel gewahrt werden müssen. Und dieses Signal ist aus Sicht der meisten Menschen, mit denen ich hier geredet habe, ausgeblieben. Lässt sich sagen, warum Netanyahu früher abreist, als das eigentlich geplant war?
Nein, dazu gibt es nur Spekulationen. Auch die Anreise, wir haben ihn ja aus Tel Aviv hierher begleitet, hat sich gestern verzögert. Ein Grund dürfte doch sein, dass natürlich in Israel momentan sehr intensiv über einen möglichen Kompromiss diskutiert wird. Staatspräsident Herzog hat gestern Abend noch mal einen neuen Kompromissvorschlag auf den Tisch gelegt, den die Regierungskoalition Netanjahus dann auch sofort zurückgewiesen hat. Das dürfte gestern zumindest der Grund gewesen sein für die verspätete Abreise aus Tel Aviv. Warum es nun heute früher als geplant schon zurückgeht, dazu gibt es keine Informationen. Und wie stark spitzt sich der Protest da gerade in Israel zu, wenn der Präsident ja offenbar sogar vor einem Bürgerkrieg warnt? Ja, das ist die große Sorge. Auch heute gehen in Israel selbst wieder an die 100.000 Menschen an verschiedenen Orten auf die Straße. Die Sorge ist einfach die, dass Netanyahu, auch wenn er auch hier wieder Kompromissbereitschaft betont hat, diese umstrittene Reform auf den Weg bringt. Und dann wird es so sein, dass das oberste Gericht diese Reform sehr wahrscheinlich zurückweisen wird. Und dann stellt sich eben die Frage, wer hat das Sagen. Es wird eine Pattsituation geben, in der unklar ist, auf wen zum Beispiel Militär oder Polizei in Israel hören werden. Und das ist eben ein Szenario, vor dem Beobachter warnen. Die sagen, das ist dann eine mögliche Situation, in der es auch zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen könnte. Vielen Dank, Christian Limpert in Berlin.